Servus zu Barbecue aus Franken. Es ist Spargelzeit. Was ist da näher oder was liegt da näher, als den Spargel auch ein bisschen in die Videos mit einzubauen? Das tue ich jetzt. Und zwar gibt es heute mal ein reines Beilagenvideo. Wir machen heute Rosmarinkartoffeln mit Spargel, Käse und Bacon. Ja, hört sich richtig gut und lecker an und ich denke, das wird es auch. Auf dem Brett liegt schon alles, was wir dazu brauchen. Schauen wir mal drauf. Für die Zutatenliste. Ja, wir haben Kartoffeln. Das sind relativ kleine Kartoffeln, die habe ich auch schon ein bisschen vorgegart. Etwa so die Hälfte der Garzeit. Den Rest werden wir dann im Grill übernehmen. Wir haben ein bisschen an Rosmarin. Ich habe hier getrockneten. Ihr könnt natürlich auch frischen verwenden, das geht ganz genauso. Dann haben wir Bacon und da brauchen wir je Kartoffel 2 Scheiben. Warum, sehen wir gleich. Ich habe einen Bergkäse, ich habe Spargel und auch den habe ich schon ein bisschen kurz vorblanchiert. Das ist kurz in Salz, Zucker und Butterwasser gegeben und ungefähr so 5-6 Minuten drin gelassen. Dann die Stiele hinten abgeschnitten, aus denen machen wir jetzt eine schöne Suppe dann. Und das brauche ich aber jetzt hier. Dann habe ich ein bisschen Olivenöl und ich habe ein bisschen Pfeffer und ein wenig an Salz. Ja, los geht's eigentlich, indem wir jetzt mal die Kartoffeln halbieren und in eine Schüssel verfrachten. Und das, denke ich, ist noch eine der leichtesten Übungen. Und zwar schneiden wir die einfach so in 2 Hälften, wenn wir 2 so schöne Hälften haben. Ja. Die Haut können wir übrigens dran lassen. Die sind vorher gewaschen. Und das sind, wie gesagt, relativ junge Kartoffeln. Da kann man die Haut problemlos mitessen. Wenn wir im Restaurant Veggies essen, essen wir es auch mit. So. So weit, so gut, alle halbiert. Da gebe ich jetzt einfach einen Schuss Olivenöl drüber. Dann kommt der Pfeffer, Salz und ein bisschen was von dem Rosmarin drüber. Der verträgt sich übrigens ganz gut mit dem Spargel. Das Ganze mische ich jetzt durch. Dann wasche ich mal die Hände. Jetzt nehme ich mir so eine halbe Kartoffel. Leg eine Scheibe Bergkäse drauf und 2 von den Spargelspitzen. Und jetzt, was kommt als nächstes, kann jeder erraten, wir wickeln einen Bacon drumherum. Der Hauptteil der Arbeit ist getan, jetzt geht es eigentlich nur noch ans Grillen. Und den haben wir gerade im Moment vorgeheizt auf so 170, 180 Grad. Da legen wir es jetzt auf. Ja, und dann gehen wir es mal rein. Und zwar auf den obersten Rost. Ich habe unten, wie üblich bei solchen Geschichten, ein bisschen Alufolie drunter gelegt, weil es wird mit Sicherheit was wegtropfen. Und sei es jetzt Fett, sei es ein wenig was vom Käse. Und dann tropft es uns nicht in die Flamme, beziehungsweise versaut den Grill nicht so. So, drin sind's. Machen wir mal zu. Ich schätze mal so 20 Minuten, 25. Sage ich euch aber später noch ganz genau. So, jetzt sind 20 Minuten rum, bei knapp 200 Grad. Am Deckelthermometer, ja, das braucht noch ein bisschen Farbe. Darf ungefähr, ich schätze mal, noch 10 Minuten. Ich gebe noch ein bisschen Gas dazu. Sprich, drehe die Brenner noch ein bisschen auf. Und ja, ich glaube, fertig sind sie an und für sich. Was wir jetzt brauchen, ist bloß ein wenig knusprigen Speck. Ich habe jetzt die Temperatur noch mal ein bisschen hochgejagt, so auf 250 Grad. Da haben wir es jetzt ungefähr noch so 5-6 Minuten gehabt. Also in Summe sind wir jetzt bei knapp 30 Minuten. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jawohl, ja. So haben wir das vorgestellt. Klar, ein bisschen Käse läuft raus und die Spargelspitzen kriegen ein bisschen Farbe. Auch das war mir klar, aber es schaut richtig lecker aus. Schmecken muss noch. Das versuchen wir jetzt einmal. Da legen wir doch jetzt einmal so ein Teil daher. Und ein zweites dazu. Jawohl, ja. Ein Tüftler geht wieder gut weg. Dann versuchen wir das Teil jetzt natürlich einmal. Tja, natürlich. Das ist zu viel auf einmal. Ich befürchte jetzt eh, dass ich mir da, wie sagt der Franke so schön, die Waffel verbrenne. Aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Spargel dazu, Bacon dazu, Käse dazu, Kartoffel dazu. Mahlzeit. Es ist heiß. Aber gut. Sehr gut sogar. Der Rosmarin ist da. Entschuldigung, der Rosmarin ist da.
aber nicht dominant. Dann erst da Salz, Pfeffer. Die Kartoffeln sind jetzt wunderbar durch. Haben noch so einen ganz leichten Biss, das passt. Der Bacon ist kross und der Spargel ist eheliger. Tolle Geschichte. Das ist jetzt eine richtig schöne Beilage. Könnt ihr zum Fleisch machen, zum Fisch machen, wozu ihr immer wollt. Könnt ihr aber auch schöne weiße Soße machen, schon ein bisschen mit, ja, wie so Hollandaise dazu. Dann habt ihr auch ein richtig schönes Essen gemacht. Also eine tolle Geschichte. Also mein Beilagenvideo zum Thema Spargel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so wäre und ihr mögt, gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, bitte unten in die Box rein. Da findet ihr auch das Rezept dazu. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, der Link kommt. Da klickt ihr bitte drauf. Und ihr könnt den Kanal Barbecue aus Franken abonnieren. Dann seht ihr immer wieder, was Neues gibt. Neues gibt es immer am Mittwoch um 18 Uhr. Neues Rezept. Und ich bin auch mit dabei, hoffe ich doch. Also, wir sehen uns wieder. Ich bleibe euer Sven. Bis dahin. Tschüss.